willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute gibt es einen richtigen Klassiker, heute gibt es Pulled Pork. Wir machen Pulled Pork heute ohne Shishi, ohne Moppen, ohne irgendwelche Soßen danach drauf schmeißen. Einfach auf so einem kleinen Watersmoker. Und wie das funktioniert, zeige ich euch sofort. Normalerweise sage ich immer, es ist einfach, schnell und lecker. Das wäre diesmal gelogen. Einfach ja, lecker auch auf alle Fälle. Schnell, nun ja, ein Pulled Pork dauert ein paar Stündchen. An Zubehör, schaut mal, hier habe ich ungefähr 3 Kilo Schweinenacken, so ein schönes durchwachsenes Stück. Das erfüllt genau den richtigen Zweck. Dann habe ich hier Magic Dust gemacht, den kennt ihr vielleicht schon aus den anderen Videos. Rezept steht trotzdem nochmal direkt hier unten drunter und bei Gelegenheit mache ich nochmal ein separates Video, welche Raps man so machen kann. Für unseren Injekt, der aus Apfelsaft besteht, habe ich nochmal direkt dazu 2 Esslöffel Worcestersoße. Genau, Worcestersoße. Ich wollte Sojasoße sagen, die ist tatsächlich Worcestersoße. Dann habe ich hier Mississippi Barbecue Soße. Könnt ihr auch eine andere nehmen, ich finde die so schön geschmacksneutral, die passt da super rein. Dann haben wir ein bisschen Senf, welcher ist egal, gibt es hier so Bautzner Senf. Ein paar Handschuhe habe ich immer noch dabei und so eine Marinadenspritze. Für so eine Marinadenspritze kann man 1000 Geld ausgeben, man kann das aber auch sein lassen und sich gucken, ob es irgendwo, manchmal gibt es so Barbecue-Soßen, so Injektsoßen, da ist so ein Ding gratis mit dabei und die kosten meist bloß ein paar Euro. Also das ist jetzt auch vom Stubbs übergeblieben, also meine Empfehlung an euch, schaut mal danach, die funktionieren genauso gut. Dann habe ich hier noch einen Schneebesen und da wir das Schwein nicht schneiden wollen, sondern pullen, brauchen wir diesmal kein Messer und eigentlich auch kein Brett. Dafür aber so einen großen GN-Behälter oder eine große Schüssel, was ihr halt so griffbereit habt. Dann würde ich sagen, legen wir mal direkt los. So, dann kommen wir zu dem Zauber von unserem Injekt. Ihr könntet euch denken, was jetzt passiert. Also, unsere Worcestersoße, ja, jetzt habe ich das Wort, kommt da rein. Und unsere Barbecue-Soße. Und da rühren wir bloß immer locker um. Das verteilt sich gleich, ihr seht es schon. Und schnappen uns unsere Marinadenspritze und ziehen das vorsichtig hoch. So, aufpassen, dass es nicht oben hoch, dass man es hinten rauszieht. Und jetzt fangen wir an, das Schwein direkt zu impfen. Handschuhe und Spritze, ich komme mir vor wie OP-Ruf Dr. Bruckner, aber ich sag mal, im Dienste der Wissenschaft machen wir das. Und zwar stechen wir hier so alle 2-2,5 cm einmal ordentlich ins Fleisch rein und drücken praktisch so unter leichtem Rausziehen jeweils so einen Newton-Schuss rein. Da sieht sich an der Seite, läuft es manchmal auch raus. Das ist nicht schlimm. Dadurch, dass wir unseren GN-Behälter drunter haben, haben wir auch keine große Sauerei. Und jetzt ziehen wir jetzt praktisch im Schachbrettmuster hier immer komplett über diesen kompletten Nacken rüber. Wenn man genau sieht, sieht man richtig, wie sich das Fleisch so ein bisschen aufdehnt. Das ist genau, dann habt ihr alles richtig gemacht. Jetzt haben wir ungefähr 400 Milliliter von diesem Injekt hier rein gemacht ins Fleisch. Dadurch haben wir jetzt natürlich schon mal den Geschmack im Fleisch drin. Und jetzt geht es uns noch darum, draußen den Geschmack ranzukriegen. Das machen wir natürlich zum einen nachher durch den Rauch und zum anderen machen wir das durch unseren Rapp und dass der gut hält und vom Geschmack noch ein bisschen tiefer wird. Nehmen wir unseren Senf und schmieren den hier außen rum. Deshalb nehme ich da immer Handschuhe, also nicht nur aus Hygienegründen, sondern weil er nicht so fetzt, diesen scharfen Senf immer an der Hand zu haben. Nehmen wir den so, schaut mal so, also immer großzügig eingesenft haben, kommt schon unser Rub dazu. So, und den Rub streuen wir jetzt nur locker hier oben drüber. Und da freuen wir uns wieder, dass wir so eine schöne große Schüssel oder einen GN-Behälter haben. Und dann können wir nämlich den Spaß, der daneben fällt, auch gleich wieder beim nächsten Mal nutzen. Und auf dem Brett würde das halt immer nicht an so gut gehen. Da fällt das runter und dann drehe ich den schon mal so ein bisschen durch das, was da unten runterfällt. Und dann guck mal, da ist schon der erste drauf. Und mit dem Raptor können wir echt großzügig umgehen. Also es macht keinen Sinn, damit vorsichtig zu sein. Weil gerade dieser Zuckeranteil, der ist der, der uns nachher so eine schöne Kruste beschert. Und wenn wir den jetzt fertig gerappt haben, so, ja, guck mal, wenn wir den so fertig gerappt haben ringsherum, nehme ich mir jetzt bloß noch Zellophanpapier, also so Küchenpapier, diese Klarsichtfolie, genau, Klarsichtfolie ist das Wort. Frischhaltefolie kann man auch sagen. Wickel den ein und lassen den jetzt 6 bis 10 bis 12 bis 24 Stunden, je nachdem wie lange er braucht. Den. Mit der Frischhaltefolie sieht dann ungefähr so aus, also richtig schön fest rumwickeln und dann Kühlschrank und wie gesagt 6, 8, 10, 12, 24 Stunden, je nachdem was dafür richtig haltet. Da gibt es kein Rezept für oder kein richtig oder falsch, ab in den Kühlschrank.
Für unser Pulled Pork haben wir natürlich verschiedene Geräte zur Auswahl. Wir könnten es zum einen auf dem Gasgrill machen, aber 10, 12, 15, 16 Stunden Gas verplempern habe ich nicht so die große Lust zu. Wir könnten es auf einem normalen Smoker machen, aber auch da 16 Stunden daneben stehen und Holz nachschmeißen, ja, macht Spaß, aber ich habe auch noch zwei, drei andere Dinge zu tun. Oder wir nehmen einen Water Smoker. Da gibt es verschiedene Ausführungen. Ich habe den hier als Siebtgrill, um es mal genau, wenn ich sie genau durchzähle. Den nehme ich auch bloß für Pulled Pork und für Brisket. Und dafür tut er eigentlich einen guten Job. Also, das ist das Setup von dem Water Smoker, was wir jetzt für unser Pulled Pork gewählt haben. Wir haben außen praktisch 3 Kilo Kohlen gelegt und haben in der Mitte ein Dreiviertel Anzündkamin glühende Kohlen dazu getan. Obendrauf haben wir jetzt die gewässerten Mesquite Chips verteilt. Das ist ja, was sich ein paar von euch schon gewünscht hatten, damals bei dem Unboxing-Video. Und jetzt lege ich bloß noch die Wasserschale auf, befülle die und dann kümmern wir uns gleich ums Fleisch. Ja, der Mann kämpft mit der Materie mit dem Handschuh. Ich weiß ja auch nicht, was die schickt, sich so einen Handschuh anzuziehen oder nachher Theater zu haben, sich die Hände in den Zuckerzeug abzukriegen. Ich entscheide mich mal rasch für den Handschuh. Dann sieht den Scheiß aus. Los. So muss es gehen. Ja, das Schlimmste an so einem Pulled Pork ist eigentlich das Auswickeln aus der Folie. Wie heißt die Folie? Frischhaltefolie. Frischhaltefolie, gibt mir das lieber auch nie merken können. Ja, ich mach. Ja, der ist schon schön. Lass uns mal nicht zu viel von dem Rapp runterziehen, dass das nicht nachher ein paar Stellen nackig ist. Oh, da kommt ein Jo raus, Freunde. Könnte ich schon so reinbeißen. Das sieht man hier unten raus. Jetzt kommt der Moment, wo wir unser Pulled Pork dem Rauch überlassen. Wir müssen das hier oben so ein bisschen bergig zusammen, das schmier ich immer so, dass es überall nochmal dran ist. Das unter der Frischhaltefolie ist das manchmal so ein bisschen, dass sich das so zusammenschiebt. Aber wie gesagt, das Pulled Pork sieht nachher eh kein Mensch. Und dann verkabeln wir es mal. So, Trick fürs Einnehmen, die verkabeln, also die Kabel hier oben durch. Und dann machen wir so, dass wir erstmal die Fleischsonde, die stecken wir hier so ziemlich schön mittig ins Fleisch rein, dass es nicht durchkommt. Und dann haben wir hier die andere, die kürzere, das ist die Gartemperatursonde. Die schieben wir schön vom Rand weg, weil der am Rand am heißesten ist. Dann setzen wir bloß noch den Deckel auf unsere R2-Einheit. Wir nehmen den zur Seite. Und hoffen, dass wir eine angenehme und ruhige Nacht haben. Guten Morgen, liebe Freunde. Jetzt sind 12 Stunden rum. Ich habe eine relativ entspannte Nacht verbracht. Immer musste ich aufstehen, weil das Wasser alle war. Da ist die Temperatur kurz hochgeschossen. Danach direkt ist mein Maverick-Thermometer ausgestiegen. War mir egal. Ich habe es einfach mal trotzdem weiterlaufen lassen. Nach 12 Stunden haben wir jetzt 78 Grad in unserem Fleisch. Das gucken wir uns mal an. Auf die Kleben. Das sieht so aus. Also ständig an Form, Farbe und Gestalt gewinnt. Und ich denke mal, wir werden das Spiel jetzt noch, ich sag mal, 3-4 Stunden betreiben, bis wir am Ziel sind. Jetzt haben wir es kurz vor 12. Gestern kurz nach 8 habe ich es aufgelegt. Kurz hochrechnen. Haben wir 16 Stunden, mein Schatz. 16 Stunden. Wir haben 16 Stunden gebraucht. Ist für 3 Kilo von Pulled Pork relativ durchschnittlich. Temperatur ist jetzt auf 92 Grad hoch. Das ist so die ideale Temperatur. Man kann es bei 91 oder bei 93. Und so sieht unser Freund jetzt aus. Ihr seht, er hat eine schöne braune Kruste bekommen. Ich habe ihn doch ganz bewusst jetzt nicht gemobbt oder mit irgendwelcher Glasur versehen. Ich wollte das heute einfach mal ohne Shishi machen, sondern nur, dass direkt der Originalrupp funktioniert. Und jetzt nehmen wir den runter. Ob wir den mit einem Stück kriegen, oder? Was? Geht das runter? Seht ihr, wie sich das am Rand schon löst? Jetzt ein bisschen schütteln, fällt der schon fast auseinander. Hier ein bisschen spiegeln können wir schon mal. Jawohl. So, und jetzt decke ich die mit Alufolie ab und in einer Stunde rupfen wir den auseinander. Bevor ich mit den Pullen anfange, habe ich mal so ein kleines Notfallpäckchen hier stehen. Und zwar, ihr kennt es sicherlich oder habt schon mal davon gehört, dass so ein Pulled Pork auch mal trocken werden kann, warum auch immer. Und zwar, wenn uns das tatsächlich passiert, machen wir einen Spritzer Barbecue-Soße,
einen Spritzer Rochester-Soße, einen kleinen Schluck Apfelsaft und ein paar ordentliche Butterflocken drüber und mengt das durch. Und dann hat er genau den Saft, den wir brauchen. Ich hoffe, wir brauchen es nicht. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. So, setzen wir mal an und ziehen den auseinander. Das sieht gut aus. Also jetzt guck mal hier. Das hört man schon am Geräusch. Das Schmatzen. Da brauchen wir kein Notfallpäckchen heute. Aber wenn das mal selber macht und es tatsächlich schief geht, seid ihr mit so einem Notfallpäckchen auf der absolut sicheren Seite. Auch so ein kleiner Tipp, dass ich jetzt die Handschuhe anhabe, ist nicht nur hygienische Gründe, sondern mit denen hat man den Vorteil, mit denen kann man auch mal notfalls kurz heiß was anfassen. Wenn wir nachher größere Stücke haben, kann ich die mit der Hand dann auch so auseinanderreißen. Ich mache das jetzt fertig und dann sehen wir uns gleich nochmal. Die Sonne lacht, hervorragendes Sommerwetter und schaut mal, unser Pulled Pork ist soweit fertig. Aussehen tut es mal schon mal geil, riecht tut es auch gut. Das nehme ich mal kosten. Wer Pulled Pork kennt, der weiß, was ich jetzt gerade durchmache. Wer es nicht kennt, muss es unbedingt probieren. Von daher würde ich mich freuen, wenn er es nachgrillt. Freue mich auch immer jedes Mal drüber, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr das auch durch einen Daumen dokumentiert oder durch einen kleinen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo da lasst. Von daher sage ich bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen Barbecue. Macht's gut!